Es ist kurz vor Tagesanbruch am 24. März 1989. Die Lichter in der Ferne stammen von einem Supertanker. Der Rumpf des Schiffes ist von einem Riff aufgeschlitzt worden. Die Küstenwache ist bereits unterwegs, um den Schaden zu begutachten. We're at our stern. Smell oil over here on the side, on the downwind side. Innerhalb von nur 30 Minuten liefen aus dem Tanker 115.000 Tonnen Öl ins Meer. Diese Havarie wurde zum schwersten ökologischen Unglück in der Geschichte des nordamerikanischen Kontinents. Das Schiff war die Exxon Valdez. Kurz nach Mitternacht rief mich Skip Lankford von der Schiffsverkehrsüberwachung an. Er meldete, dass die Exxon Valdez am Bleiriff auf Grund gelaufen sei. Ich sagte, das ist doch nicht dein Ernst. Er antwortete, so ernst wie ein Herzinfarkt. Der 300 Meter lange Supertanker hatte die regulären Fahrrinnen verlassen, um Eis zu umschiffen. Dies ist ein durchaus übliches Manöver, bei dem das Schiff anschließend wieder den normalen Kurs aufnimmt. Die Exxon Valdez versäumte es jedoch, zur Fahrrinne zurückzukehren. Stattdessen läuft sie mit voller Wucht auf das Bly Riff auf. Uns war ganz schnell klar, dass sich das jemand ansehen musste. Wir holten unseren einzigen Inspektor hinzu und fuhren dann gemeinsam zum Schiff raus. We're approaching the Exxon Valdez. She's hard aground and they're shifting the boarding ladder to the starboard side so we can try and get aboard without getting in the oil. Im Morgengrauen gingen sie schließlich an Bord. Und schon sehr bald rückte die Rolle des Kapitäns, Joseph Hazelwood, ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Es war sehr still und Kapitän Hazelwood starrte nur auf das Schiffsdeck. Das Schweigen des Kapitäns hatte einen guten Grund. Sein Schiff hatte in wenigen Stunden eines der letzten natürlichen Paradiese dieser Erde in einen stinkenden Ort des Todes und der Zerstörung verwandelt. Am Prinz William Sund befindet sich das Ende der Alaska-Ölpipeline. Hier wird das Rohöl in Supertanker gepumpt. Der Ölterminal von Valdez wurde trotz des erbitterten Widerstandes der örtlichen Umweltschützer gebaut. Viele Stimmen hatten gewarnt, eine Katastrophe sei unvermeidbar. Am Karfreitag 1989 wurden die schlimmsten Befürchtungen der Anwohner zu schrecklicher Realität. Bei den Anhörungen sollte sich sogar herausstellen, dass Kapitän Hazelwood zum Zeitpunkt des Unfalls gar nicht selbst auf der Brücke gewesen war. We have a destruction, a man-made destruction that probably has not been equaled since Hiroshima. Aber bei seiner ersten Begegnung mit Kapitän Hazelwood war Tom Falkenstein noch etwas anderes aufgefallen. Als ich Kapitän Hazelwood ansprach, bemerkte ich sofort den Geruch von Alkohol, der nur in seiner unmittelbaren Nähe zu riechen war. Ich dachte mir aber zunächst nichts dabei. Ich schloss daraus lediglich, dass hier ein Mann, dessen Karriere soeben zerstört wurde, ein paar getrunken hatte. Das war jedoch leider nicht alles. Hazelwood hatte den Nachmittag in einer Bar verbracht. Die Untersuchungsbeamten hatten versäumt, ihn sofort nach dem Unfall einem Alkoholtest zu unterziehen. Und für verlässliche Ergebnisse war es jetzt zu spät. Der Verdacht, dass er bereits zum Zeitpunkt des Unfalls betrunken gewesen war, blieb jedoch bestehen. Es gab keinen logischen Grund, warum er nicht auf der Brücke war, als das Schiff den Sund verließ. Die Ermittler konzentrierten sich nun auf den Funkverkehr von der Brücke zur Zeit der Havarie. Die Aufzeichnungen wurden Dr. Malcolm Brenner, einem Psychologen der NTSB, zur Auswertung geschickt.
In der Rechtswissenschaft weiß man inzwischen, dass ein Zusammenhang zwischen Sprache und Alkoholkonsum besteht und nachweisbar ist. Unseren Ermittlern ist aufgefallen, dass seine Sprache nicht so deutlich war wie zu anderen Zeiten. Ja, it's Valdez back. Should be on your radar there. We've fetched up hard ground north of Goose Island off Bly Reef. Evidently, leaking some oil. And we're gonna be here for a while. Die Behörde ließ Hazelwoods Funksprüche einer Stimmanalyse unterziehen. Valdez, Charlie, go ahead. Mit diesen Geräten können geringste Veränderungen in der Modulation und Aussprache aufgespürt werden. Jetzt fehlte nur noch der Vergleich mit der normalen Stimme des Kapitäns. Wir brauchten eine Sprachprobe vom Vortag, als das Schiff in Valdez einlief. Wir waren sehr gespannt, weil es keine früheren Hinweise auf Alkoholmissbrauch des Kapitäns gegeben hatte. Okay, she's gonna depart at 2300. All right, yeah. I'll give her the pilot. Eine Sache, die unter Alkoholeinfluss immer wieder auftaucht, ist die Verlangsamung der Sprache. Menschen sprechen dann meistens schleppender. Die Ermittler fanden tatsächlich heraus, dass Hazelwood zum Zeitpunkt des Unfalls langsamer sprach. Wir haben deutliche Veränderungen in der Aussprache des Kapitäns entdeckt. Er sprach mit 64% seiner Sprachgeschwindigkeit vom Vortag. Dies ist eine typische Verhaltensweise von Alkoholabhängigen unter dem Einfluss einer größeren Alkoholmenge. Die Behörde hatte nun keine Zweifel mehr. Kapitän Hazelwood war alkoholisiert gewesen. Jetzt musste es nur noch bewiesen werden. Während Umweltschützer, Bewohner und Behörden verzweifelt gegen die Ölpest ankämpften, wurde im Transportministerium mit den Funkaufzeichnungen von Joseph Hazelwood experimentiert. Seine langsame Sprechweise hätte auch vom Gebrauch wenig geläufiger Wörter herrühren können. Also konzentrierten sich die Wissenschaftler auf zwei Worte, die Hazelwood gut bekannt waren. Nur die Worte Exxon Valdez wurden isoliert. Dann berechnete man, wie lange Kapitän Hazelwood brauchte, um sie in nüchternem Zustand auszusprechen. Exxon Valdez. Exxon Valdez. Anschließend verglich man das Ergebnis mit seinem Funkspruch zum Zeitpunkt des Unglücks. Roger that, be when you call traffic out. Auch Exxon Valdez war langsamer. Etwa 76% der Normalgeschwindigkeit. Das ist charakteristisch für Alkoholiker, die unter schwerem Alkoholeinfluss stehen. Obwohl die Stimmanalyse immer noch umstritten ist, waren die Behörden nun davon überzeugt, dass der Kapitän wirklich betrunken war. Aber mit diesem Verfahren wurde noch etwas anderes bezweckt. Andere Crewmitglieder der Exxon Valdez konnten dadurch entlastet werden. Denn nicht ein einziger von ihnen war bereit gewesen, gegen Hazelwood auszusagen. Die Ermittler vermuten hierfür zwei Gründe. Zum einen könnte der Kapitän durch langjährige Alkoholabhängigkeit die Fähigkeit entwickelt haben, seine Trunkenheit zu verbergen. Der andere Grund ist der Druck, der auf einem Offizier lastet, nicht gegen einen anderen Offizier auszusagen. Entweder um den Kollegen zu schützen oder sich selbst. Viele möchten auch nicht in ein Gerichtsverfahren hineingezogen werden. Musik
Auf Grundlage der Stimmanalyse kam die Sicherheitsbehörde zu ihrer abschließenden Bewertung. Die Ursache für das Unglück war Kapitän Hazelwoods durch den Alkohol erheblich beeinträchtigtes Urteilsvermögen. Dieses hatte maßgeblich zur Fehlbesetzung der Kommandobrücke beigetragen. Bei dem Unfall wurden 2000 Kilometer der Küste Alaskas verseucht. Die Ölgesellschaft Exxon kosteten die Reinigungsarbeiten fast 5 Milliarden Mark. Joseph Hazelwood ist seitdem nicht mehr als Kapitän zur See gefahren. Er erhielt einen Posten als Ausbilder an einer Marineakademie. Erst später trat er seine Strafe an und leistete gemeinnützige Arbeit in Alaska. Es ist jedoch nicht immer möglich, die Folgen menschlichen Versagens wiedergutzumachen.